Tja, sieht es so aus, als ob hier Markus Lanz gestern in der Sendung in Hubert Aiwanger seinen Meister gefunden hat. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und gestern in der Sendung ging es unter anderem um die Rede von Aiwanger auf der Demo in Erding. Es ging aber auch um Nord Stream und viele andere spannende Themen. Und Markus Lanz ist ja eigentlich bekannt, dass er bei seinen Gästen ziemlich einseitig vorgeht. Das heißt, während er einige Gäste, die ihm meistens wohlgesonnen sind, sehr lange ausreden lässt, interessiert zuhört, spannende Fragen stellt, gibt es andere Gäste, bei denen er fast schon wie so eine Art Pitbull vorgeht, eine Frage stellt, dann aber wieder direkt ins Wort fällt und dann irgendwie versucht, immer ein Wort, eine Sache zu finden, an dem er dann fest sich greifen kann, um das dann wieder nach außen zu porträtieren. Genau gestern ist das passiert hier in folgender Sendung mit Hubert Aiwanger zusammen. Da gab es am Anfang die Szene, wo beispielsweise Herr Aiwanger beschrieben hat, wie es zwischen den Libanesen und einigen Syrern in Essen eben zu ja, tagelangen Gewalttätigkeiten kam und dann dort eine Art Friedensgericht entschieden hat, dass jetzt eben ein Waffenstillstand sozusagen stattfindet und dass die sich halt eben von der deutschen Justiz komplett entfernt hätten. So, dann hat erstmal Markus Lanz sich minutenlang mit dieser Formulierung diese Syrer in Essen aufgehalten, was eine völlig legitime Bezeichnung ist von Herrn Aiwanger. Ja, aber Markus Lanz hat direkt wieder versucht, so irgendetwas Unseriöses, irgendetwas Rechtes da irgendwie zu finden. Nur hatte dieses Mal jemand vor sich sitzen, der das direkt durchschaut und den Spieß komplett umdreht. Und später geht es dann um Bayern und eben auch um die Integration beispielsweise in Bayern. Und da bittet dann Markus Lanz einen, ja, Aiwanger nach der Lösung in Bayern und diese wird ihm dann präsentiert. Dann gibt er sich aber wieder nicht damit zufrieden. Und das ist dann höchst spannend. Schauen wir mal kurz rein. Die Strafe auf den Fuß folgen lassen und nicht hier zuschauen, bis jemand 10, 12, 15 Straftaten, bis jemand zum Serienstraftäter wird. Und dann sagen wir immer du, du und dann ist die Mama schuld und dann ist die Oma schuld, aber nie der selber und am Ende ist Deutschland schuld, sondern wir greifen den Einzelfall raus und sagen, er wird jetzt hier juristisch, ja. Da merkt man schon, ne? Er bittet ihn nach der Lösung, die er hätte, ja, und er fängt da an zu beschreiben, wie es in Bayern läuft. Und Markus Lanz sofort ganz unruhig, will sofort ins Wort wieder fallen, statt einfach mal zuzuhören und etwas zu lernen. Wahnsinn. So in den Griff bekommen, dass wir möglichst Kriminalität vermeiden. Schauen Sie her, in München haben wir einen höheren Ausländeranteil wie in vielen anderen Großstädten Deutschlands, haben trotzdem den Großteil dieser Bürger in Arbeit und haben eine deutlich niedrigere Kriminalität. Also es kommt schon darauf an, wie man mit der Situation umgeht, ob man dort auch genauer hinschaut. Denn wenn das Kind mal im Brunnen gefallen ist, dann ist es zu spät. Und dazu braucht die Polizei auch die Rückendeckung der Politik und die hat sie in Bayern und in vielen anderen Bundesländern. Das ist ja immer die Polizei schuld, wenn was schief läuft und der Richter traut sich nicht mehr. Also das ist schon wichtig. Der Staat muss konsequent Straftaten verhindern und die Leute in Arbeit bringen. Und wenn ich den Satz noch sagen darf, und dann bin ich überzeugt, dass wir jetzt wirklich schneller schauen müssen, dass wir diese Leute in Arbeitsprozesse bringen. Und darum bin ich überzeugt, dass das Bürgergeld, dieses liberale Vergeben des Bürgergelds auch an junge Arbeitsfähige ein großer Fehler ist, sondern wir müssen versuchen, noch intensiver diese Menschen wie in Bayern, aber es glaube bei uns auch nicht mehr überall, weil das Bürgergeld genauso gilt, in Arbeit zu bringen, dann werden die in der Gesellschaft besser integriert, sind mindestens 8 Stunden sinnvoll beschäftigt, dann passiert weniger, als wenn wir wegschauen, 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 wenn jemand was sagt, dann ist er Rechter, am Ende ist der Polizist schuld, der Richter schuld, Deutschland schuld und am Ende beklagen alle, was ist da schief gelaufen. So, das war jetzt doch eigentlich eine ganz einfache Erklärung dafür, nämlich, dass man zum Beispiel einen Straftäter direkt auf dem Fuße dann eben auch belangt, dass man bürokratisch das Ganze so organisiert, dass eben Menschen schnell einen Arbeitsplatz bekommen
Und nicht erst irgendwie nach 6 Monaten oder so, damit sie sich einbringen. Und wer arbeitet, hat schon mal an sich schon weniger Zeit, irgendwelchen Quatsch zu machen. Also eine ganz klare Lösung, die er hier gezeigt hat, was zu tun ist. Aber das Interessante ist, was jetzt wieder Markus Lanz für eine Story daraus spinnen will, nämlich das Framing, das hier Aiwanger wieder benutzt. Also es geht ganz häufig gar nicht um die eigentlichen Inhalte, sondern er versucht immer irgendwie, ihn dann wieder in eine rechte Ecke zu stellen. Aber das funktioniert halt einfach nicht mehr. Und jetzt schaut euch mal diese Reaktion an von Markus Lanz. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Frau Münch, aber ich tue mich wahnsinnig schwer mit dieser sehr generalistischen Ansage. Und ich frage mich gerade die ganze Zeit, wissen Sie, auch in Bayern ist es ja so, ohne viele Zuwanderer würde auch Ihr schönes Bayern schon lange nicht funktionieren. Das wird man nicht gesagt. Nein, lassen Sie mich die Frage stellen. Ich habe mir nichts im Mund gelegt. Meine Frage. Doch, genau das hat er. Er hat auf einmal von diesem Thema komplett ein Neues aufgemacht, wo er jetzt auf einmal sagt, ohne diese Ausländer würde Bayern gar nicht mehr funktionieren. Als hätte das Aiwanger jemals behauptet. Hat er aber überhaupt nicht. Und das ist genau die Art und Weise, wie er hier versucht, ihm wieder etwas in den Mund zu legen, was Aiwanger hier richtig erkannt hat und ganz peinlich jetzt irgendwie da eine Story draus spinnt. Aber schaut mal, wie Aiwanger das wieder nimmt und ihn richtig schönen Konter gibt. Das ist herrlich. Ist nur, haben Sie eine Idee davon, wie das für die klingt, für die vielen, vielen anderen, die morgens aufstehen, ja, die wahnsinnig hart arbeiten, ja, die teilweise 2, 3 Jobs gleichzeitig, ja, machen, die genau das andere versuchen von dem, was Sie gerade beschrieben haben. Die versuchen, möglichst schnell Teil dieses Landes zu werden, die auf deutsche Kinder aufpassen, die bei der Müllabfuhr arbeiten, die auch interessanterweise deutsche Polizeibeamte sind. In Neuköllner Silvesternacht waren es ganz viele. Ja, komm zum Punkt, Junge. Beamte mit Migrationshintergrund, die es da erwischt haben. Also, ich will nur sagen, so, wie was glauben Sie, was bei denen? Siehst du, das ist jetzt so dieser Vorwurf indirekt, ne? Ja, Sie haben ja die ganzen Migranten, die sich einarbeiten und einbringen, hier schon wieder so ansatzweise diffamiert, indem Sie irgendwie gesagt haben, dass man Straftäter bestrafen sollte. Aber, wie Aiwanger jetzt vollkommen richtig konstatiert, jetzt kommt, mit der Masche kriegen Sie mich nicht. Denn das sind genau die, dass Sie mir jetzt sagen, ich hätte was gegen die Ausländer oder die würden unser System brechen. Aiwanger, Sie haben... Stopp. Sie haben so einen komischen Verfolgungswahn. Ich schieb Sie nicht in irgendeine Ecke, ich will nur etwas... Natürlich schiebt er ihn in die Ecke, indem er halt einfach von einem ganz legitimen Punkt und der Lösung, die er hier gesagt hat, was die Straftaten angeht, jetzt auf einmal unterstellt, er würde all jene, die sich einbringen, irgendwie nicht wahrnehmen und würde hier sie in einen Topf werfen. Das ist eine ganz klare Unterstellung. Und das wird ihm jetzt wieder selber zurück an den Kopf geworfen. Also es wird ihm eine Teil seiner eigenen Medizin jetzt mal selber zum Probieren gegeben. Und damit kommt er einfach nicht klar. Verstehen? Ja. Welche Angst haben Sie denn? Vor mir müssen Sie keine Angst haben. Nein, weil ich einfach merke, dass Sie mir das Wort im Mund... Nein! Sie sind wahnsinnig misstrauisch. Ja. Weil sie merken, dass man mit der Art und Weise, wie sie reden, kann man was anfangen. Das merken sie, ne? Doch. Ich sage Ihnen die Antwort auf Ihre Frage. Und wir können auf wissen Sie, was das Thema ist? Ja. Es ist interessant, was da gerade passiert. Ja, das Interessante, was da wirklich gerade passiert, ist, dass man nämlich dadurch halt nie über die eigentlichen Inhalte redet, sondern immer über Markus Lanz besonderes Spiel, nämlich irgendwelche Dinge zu finden, die man in irgendeiner Art und Weise als neues Potpourri zusammenmischt, ja, nur um dann wieder eine Story rauszuspinnen. Fühlen Sie, Sie unterstellen mir, dass ich ähnlich unterwegs bin wie Sie auch. Sie nehmen sich 5 Fakten zusammen, schrauben sie so zusammen, dass das ein klackiger, spannender Satz dabei rauskommt. Und Sie haben das Gefühl, das könnte ich möglicherweise auch. Ich könnte das auch. Was eine Zeitverschwendung. Ich auch. Als Sie mit diesen Syrern schon begonnen haben, was draus zu drehen, habe ich gesagt, auf was will er denn raus? Und jetzt gebe ich Ihnen ganz kurz die Antwort auf die Frage, was diese sagen. Nee. Herr Lanz, geht es immer nur darum, irgendwie wieder irgendwie über die kleinen Kleinigkeiten und so weiter zu reden. Aber nee, die eigentliche Antwort auf die Frage will er gar nicht haben. Er will nur wieder dann kurz abwarten, bis irgendwas passiert, ja, bis irgendein Wort fällt, was er wieder dann wiederum direkt effekthascherisch aufgreifen kann, um wieder das nächste unnötige Thema aufzumachen, was gar keins ist. Absoluter Wahnsinn. Und der Ampel, die allen mit einem
deutschen Pass hinterherläuft. Dass die dort arbeiten, die kommen mittlerweile auf mich zu und sagen, wir wünschen uns, dass auch die anderen arbeiten müssen. Auch der türkische Arbeiter sagt zu mir, ich will nicht, dass Syrer oder meine Landsleute, wie auch immer, im Bürgergeld ist und uns diskreditiert als die Ausländer, sondern die, die bei uns ordentlich arbeiten und sich ordentlich benehmen, ja, die sind mittlerweile eher enttäuscht über die deutsche Politik, dass wir zuschauen, wie ein so sieht's aus im Ruder laufen und sagen, daraus entwickelt sich eine Anti-Ausländer-Stimmung. Das ist so, und genau so ist auch das Feedback, was ich von vielen Leuten bekomme mit Migrationshintergrund, ja, die zu mir dann auch sagen, Kolja, das ist sogar wichtig, was du mit deinen Videos und so weiter machst, damit man eben hier nicht alle über einen Kamm schert. Und das ist das Interessante, man hat aber jetzt abermals gesehen, dass es Markus Lanz eben nicht tatsächlich um tatsächliche Inhalte geht, sondern einfach nur immer dieses kleine boulevardmäßige Rumgelaber. Und das Interessantere im weiteren Verlauf des Videos auch, da geht es dann auch um die Rede in Erding und um das Thema Mama, Papa, Gendern und so weiter. Und hier wird auch dann von dieser Politikexpertin, die noch in der Sendung ist, genau wie von Markus Lanz, dann immer überhaupt nicht verstanden, wie im Detail so etwas funktioniert. Weil auch ein Westerwelle hat ja damals gesagt, die Freiheit, ja, die stirbt immer tröpfchenweise, nach und nach und nach. So, und dann wird dann dem Aiwanger vorgeworfen, ja, sagen Sie doch mal, wer konkret hat Ihnen denn jetzt verboten, Fleisch zu essen, dass Sie jetzt kein Fleisch mehr essen dürfen? So, damit zeigt natürlich Herr Lanz seine Naivität, dass er glaubt, dass solche Prozesse eben so ablaufen, dass einfach ein Polizist auf einmal neben deinem Grill steht und kontrolliert, dass du jetzt kein Fleisch mehr auf den Grill legst. Aber nehmen wir jetzt mal zum Beispiel dieses Mama-Papa-Thema, ja, wo, was auch hier zur Sprache kommt und wo dann auch ein Lanz und diese Politikwissenschaftlerin sagen, ja, das ist doch alles gar keine wichtige Thematik und keiner hat doch jemals irgendwie verboten, das zu sagen und so. Naja, Vorsicht, Leute. Ne? Erstmal muss man Folgendes sagen. Nicht jedes direkte Verbot, etwas auszusprechen, ist unbedingt direkt auch in der Wahrnehmung des Bürgers bereits als Verbot wahrzunehmen. Was meine ich damit? Wenn du jetzt zum Beispiel solche Wörter wie Winnetou sagst oder Eskimo oder andere Sachen, ja, die was völlig normale Worte sind, dann gibt es einen Großteil der Leute, die so stark gehirnwaschen sind mittlerweile, dass die anfangen dann, dich in irgendeine rechte Ecke zu stellen. Das heißt, du kannst auch ohne jetzt rein gesetzlichen Verbot auszusprechen, kannst du einfach bestimmte Worte, bestimmte Tendenzen einfach gesellschaftlich ins Abseits stellen, so weit und weit und weit, dass du jeden, der diese Worte benutzt, einfach als rechts abdiffamierst, um ihn dazu zu bringen, dann zum Beispiel dieses Wort nicht mehr zu sagen. Wo wir dann bei tatsächlichen Verboten wären, ist, wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel gewisse Queer-Beauftragte der Grünen, ja, dann beim Selbstbestimmungsgesetz auf einmal sagen, Moment mal, ja, wenn jetzt zum Beispiel sich jemand entscheiden sollte, nehmen wir jetzt mal einen Familienvater, der hat zwei Kinder, ne, ist verheiratet und der entscheidet sich jetzt aber nach dem neuen Selbstbestimmungsgesetz dann zum Beispiel seine Identität oder seine Geschlechtsidentität zu wechseln, ja, und in Zukunft dann halt einfach eine Frau zu sein. Und dann gibt es eben innerhalb dieses Selbstbestimmungsgesetzes ein Offenbarungsverbot. Das bedeutet, wenn man es genau nach diesem Gesetz nimmt, ja, dass es sogar unter Strafe gestellt werden kann, wenn die eigenen Familienmitglieder, und Kinder sind zum Beispiel auch eigene Familienmitglieder, dann nach dem Wechsel dieses Geschlechts immer noch zum Beispiel den ehemaligen Mann, jetzt Frau, als Vater oder als Papa ansprechen. Genau so ist das in diesem Gesetz unter anderem vorgesehen, ja. Und da braucht man dann nicht wieder bei Lanz oder in irgendwelchen Sendungen sagen so, ach, es gibt doch gar keine Verbote und so. Und einfach nicht zu erkennen, dass sowas sukzessive aus einer bestimmten Richtung nach und nach versucht wird durchzusetzen, sondern immer nur zu sagen, es gibt doch keinen Polizist, der neben dir steht und sagt, es ist jetzt verboten, zeigt einfach diese völlige Naivität, mit der manche Leute einfach morgens aufstehen und abends wieder zu Bett gehen.